Ihr habt gefragt zum Thema Lastenrad und Cargoräder und wir sind hier auf den E-Bike Days in München und haben jetzt hier eine Firma gefunden, S-Blox, die wir euch einfach mal gemeinsam vorstellen wollen. Hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Fitbikes. Wir stehen hier auf den E-Bike Days, wie gerade gesagt, und ich habe neben mir den... Markus. Markus, das darfst du gerne nehmen, weil ich habe mein eigenes Mikro. Ach so, oh. Genau. Toll. Gut. Ich bin auch der Markus vom Fahrgeschäft Fitbikes. Ja. Und wir haben immer wieder mal Nachfragen nach Lastenfahrrädern, dass wir ein bisschen mehr zu Lastenrädern erzählen sollen. Und wir sind jetzt hier bei der Firma S-Blox. Ja, genau. Hast du die gegründet? Oder? Ja, ich habe die gegründet. Wie kommt man auf die Idee, eine Firma zu gründen, die Lastenräder macht? Ja, da muss ich natürlich sofort widersprechen, weil wir empfinden es gar nicht als Lastenrad. Achso, sondern, ist also keine Last, sondern ein Rad? Oder? Nee, genau. Was wir transportieren, sagen wir mal, es ist keine Last. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein paar Kisten Wein kaufe oder mein Kind, ist es keine Last. Weil als wir anfingen, gab es irgendwie so eine magische Grenze von 100 Kilogramm. Man dachte immer, man muss mit dem Fahrrad 100 Kilogramm transportieren. Und das fand ich unsinnig. Okay. Und so war eigentlich auch die Idee da, dass ich gesagt habe, was ich will, ist eigentlich ein sportliches Rad mit einem Kofferraum. Ja, okay. Ich will nicht immer mit dem LKW durch die Stadt fahren, sondern ich will eher sowas wie ein Kombi haben. Das war so die Uridee. Also kein Lastenrad, sondern ein Rad mit Kofferraum. Genau, ein Rad mit Kofferraum. Also wir nennen das jetzt Kompakt Cargo. Das ist so ein bisschen eine Kopfgeburt. Aber eben um dieses Wort Last eben nicht, wir empfinden es eben nicht so. Ja. Okay. Und jetzt habt ihr hier sozusagen ein Modell oder habt ihr mehrere Modelle? Wie ist das so, das aufgebaut? Genau, wir haben jetzt mittlerweile 4 Modelle gemacht, die aber immer auf dem gleichen Rahmen basieren. Also es ist immer ein Rahmen, das ist ein Alurahmen, ist im hinteren Teil im Grunde genommen wie ein Mountainbike und im vorderen hat er eben eine sehr komplexe Vorderachse, die eben eine Neigungstechnik ermöglicht. Ja. Okay, was heißt, wir haben hinten ein normales Fahrrad in Anführungszeichen und vorne dann den Kofferraum. Genau. Jetzt muss ich das mal, ich halte das mal für dich. Genau. So, nicht, wenn man das jetzt hier sieht, das ist eben, neigt sich und lenkt mit. Das ist jetzt eine Eigenart bei uns. Okay. Haben wir gemacht, um ein Rad zu machen, was auch schmal sein kann. Also ich habe immer gesagt, wenn ich das Rad mit Kofferraum habe, soll es aber auch nicht länger sein als mein normales Rad und auch nicht viel breiter als mein Mountainbike-Lenker. Aber ein bisschen länger ist es schon, oder? Ja, das Rad mit der Kiste ist dann in der Tat 2,5 Meter. Okay. Und hier haben wir noch eins mit einer etwas kürzeren Kiste. Da sind wir fast bei 2 Metern. Und wenn ich ein sportliches Rad habe, bin ich knapp unter 2 Meter. Also so von daher, aber wir haben das eben geschafft mit der Breite, mit 72 cm hier Außenmaß, ein Rad zu machen, was eben auch überall durchkommt. Also nicht breiter als der Lenker sozusagen, wie es genau, normalerweise ist. Genau, nicht so breiter als der Lenker. Weil in der Stadt ist eben Platz ein Problem und deswegen... Definitiv. Genau. Und es war jetzt auch nicht so, dass ich unbedingt ein Rad machen wollte mit 3 Rädern. Das war nicht die Intention. Die Intention war, wie kriegen wir den Kofferraum in diese Größe integriert. Ja, und dann ging es eben nur, indem man die Räder noch neben die Last macht. Sonst hat man eben das ganz lange gefährt. Und mit dieser Drehschemel-Lenkung kriegen wir halt... die Räder mitgedreht mit der Box. Das heißt, ich kann, noch mal ganz kurz, ich kann sozusagen neigen und ich kann lenken. Genau, das heißt, wenn ich das hier kann, dann kann ich auch habe ich einen sehr kleinen Lenkwinkel. Genau, man hat einen recht engen Wendekreis und man hat eine hohe Kurvengeschwindigkeit. Es ist insgesamt sehr agiles Fahren möglich mit dem Rad. Das probieren wir nachher noch aus. Aber oh ja, unbedingt. Nee, weil das ist, merken wir oft, dass wenn wir das gerade so auf Messen, die Räder hier stehen haben, dann ist es ist halt irgendwie so ein Dreirad. Aber wenn die Räder dann fahren, oder manchmal haben wir eben auch selber Videos mit, ich habe jetzt keinen richtigen Messestand dabei, dann sagen die Leute, wow, aha, jetzt verstehe ich es, ja, weil es eben so carved, das Rad. Das ist, okay, also ein carvenes Rad mit Kofferraum. genau, ja. Okay. Ihr habt es kombiniert mit einem Motor, richtig? Richtig, ja. Bei allen Modellen oder so bei diesem Modell? Nee, es gibt die Option, auch das Rad ohne Motor zu fahren. Es ist dann auch der gleiche Rahmen. Dann gibt es so ein Einsatz, der genau die gleiche Größe hat wie der Motor. Also er wird an die gleichen Befestigungspunkte geschraubt und dann kann man da ein Tretlager einbauen. Das heißt, wir bieten das Rad auch ohne Motor an. Es gibt auch so eine ganz leichte Version, nur mit einer Bodenplatte, wo gar keine Kiste drauf ist. Und ein Pickup-Style. Wenn man dann, bitte? Ein Pickup. Sozusagen. Ja, so ein bisschen, genau, ein Pickup. Da macht das kann man auch wirklich gut fahren ohne Motor. Aber wenn man dann eben hier die Kiste drauf hat und ein bisschen Last, dann ist der Motor natürlich angenehm. Und also meistens werden es mit Motor bestimmt. Ja, 95% mit Motor. Wie schwer ist es mit Motor, wenn wir jetzt ein Rad nehmen? Ja, etwa 35 Kilo. Mit dieser Holzkiste und mit Motorakku das ganze System.
Also ungefähr 10 Kilo mehr als ein Standard-E-Bike. Würde ich sagen, ja. Genau. Das ist wirklich tatsächlich das, was die Vorderachse und die Kiste dann eben mehr an Gewicht okay. bringt. Und wo ist der Preisbeginn sozusagen? Wenn du sagst, du hast verschiedene Varianten. Genau, es geht bei 4.300 Euro los fürs Modell ohne Motor und geht dann bis 5.500 für die Modelle mit Motor und voller okay. Ausstattung. Ja. Und jetzt haben wir sozusagen drei verschiedene Kisten. Ja, hier sind nur zwei verschiedene Formen. Das Rad ganz drüben, das ist ein altes Rad, was der Stefan mitgebracht hat. Okay. Das ist sein privates, mit dem er jetzt hier durch die Gegend fährt. Das sind die aktuellen Räder. Es gibt noch diese Pickup-Version mit der reinen Bodenplatte. Und dann gibt es noch so eine ganz kurze Box, die ist wirklich noch viel kleiner als die, wo einfach gerade mal zwei Kisten Bier übereinander reinpassen und sonst gar nichts weiter. Aber ja, bei der ist so die Idee, dass man noch ein Kind mitnehmen kann. Und bei der kann man auch zwei Kinder transportieren. Ah, da sind Gurte drin. Sind Gurte drin. Die sind jetzt hier so über Kreuz, nur dass es nicht klappert, wenn kein Kind drin sitzt. Okay, und hier bei dem, irgendwas genau, umbauen, bei dem, ja, gesagt, genau, ja. Das ist eben der abschließbare Deckel wegen der Kofferraumfunktion. Das ist schon nicht schlecht, wenn wir es vorne absperren können. Ne? Also das haben die anderen ja nicht. Nicht alle. Es gibt natürlich auch größere, wo es auch einen abschließbaren Deckel gibt. Das ist aber so klein das Detail ist, in der Praxis ist es wirklich total praktisch, weil man eben sein Zeug in der Box lassen kann. Wenn ich jetzt einkaufen war, lasse ich das drin und gehe noch zum nächsten Laden oder ins Café, kann meine Sportsachen drin lassen. Das ist schon echt praktisch. Und wir haben jetzt diesen Deckel noch so, darf ich dir das Mikrofon nochmal geben? Ja. Noch so gemacht, dass man ihn eben abnehmen kann. Und dann macht man hier das Rückenpolster klappt man hoch. Und dann hat man hier gleich die Rückenlehne für einen Kindersitz. Und man muss dann nur noch hier so eine kleine Rückplatte anbauen. Die wird hier fest mit der Box verschraubt. Ja, hinten wird es einfach so geschraubt und dann hat man auch gleich seinen vollwertigen Kindersitz dabei. Und wenn ich eben, also bei uns ist es so, wir fahren dann eben oft die Kinder in die Schule und dann will man das Rad eben für den Rest des Tages nutzen ohne Kind, dann nehme ich einfach diese Rückenplatte raus, mache den Deckel wieder frei und setze den dann so ein. So, und dann habe ich halt für den Rest des Tages wieder mein normales Rad und habe auch wieder die Hand frei fürs Mikro. Das ist ja täglich immer, oft ist man ja, braucht man den ja. Cool. Ja, so weit, also das so gut. Hauptsächlich für die Stadt wahrscheinlich gedacht, ne? So als urbane Möglichkeit, ja, als genau, Ersatz zum genau, Auto. Ja, genau, genau. Es ist jetzt nicht der Anspruch, dass ich damit wirklich das Auto 100% ersetze, aber ich merke selber, man nutzt das Auto echt weniger, viel, viel weniger, weil man will eigentlich nur noch das nutzen. Aber das kennt jeder E-Bike-Fahrer, wenn das Wetter schlecht ist, schwitze ich nicht so unter der Regenjacke. Also der Einsatzbereich wird eben auch durch den Motor natürlich viel größer. Und wie viel Gewicht kann ich jetzt insgesamt, wir haben mal ein Video gemacht, zu jetzt Gesamtgewicht, was kann ich so insgesamt transportieren? Also wir empfehlen vorne in die Kiste nicht mehr als 40 Kilo reinzutun, weil das bei diesem Prinzip, dass man diese Last mitlenkt, dann eine gewisse Trägheit kriegt, die für einen Ungeübten erstmal schwieriger ist. Aber man hat eben hinten noch die Möglichkeit, durch diese ganz klassische Geometrie noch einen Gepäckträger anzubauen. Und den kann man auch nochmal mit 25 bis 40 Kilo beladen. Also man kann so bis zu 75 Kilogramm plus Zuladung. Ja, wir haben es alles getestet auf 185 Kilo Gesamtgewicht. Also da kriegt man schon ein bisschen was unter. Es ist nicht der Schwerlastesel. Nicht? Also es ist eben schon die kleinere Lösung. Okay, Markus, dann sage ich vielen Dank. Gerne. Wir werden es jetzt gleich mal ausprobieren und fahren. Ja, macht es. Dann werden wir noch ein kleines Fazit machen. Weil das ist wirklich toll. Ja. Fahren macht Spaß. Wenn noch Fragen auftauchen, gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Die würden dann vielleicht weiterreichen, wenn wir sie nicht beantworten können. Okay, gerne. Und ansonsten werden wir noch eure Homepage bei uns in die Beschreibung reinsetzen, sodass dann auch die Zuschauer, die sich vielleicht dafür interessieren sollten, auch mal darauf zugreifen können. Super. Freue ich mich. Danke. Dankeschön. We'll be right back.
So, wir sind gefahren, wir haben es ausprobiert, ihr habt es gesehen. Ich bin ja absolut kein Lastenrad-Profi, aber für mich wäre es wichtig, dass es einfach gut zu handeln ist und dass man hier ein gutes Fahrgefühl hat. Ich muss sagen, am Anfang ist es ein bisschen ungewohnt und auch ein bisschen kippelig das Ganze. Aber man bekommt dann auch ein Gefühl fürs Rad. Aber wenn es schneller wird, bleibt es auch noch relativ wackelig. Also ich würde sagen, es ist super agil, es ist super wendig. Wenn man halt viel in der Stadt unterwegs ist und ein agiles, wendiges Rad braucht, dann gut. Wenn wir jetzt eher längere Strecken fahren, dann wäre es mir persönlich ein bisschen zu wackelig. Aber vielleicht ist es einfach nur die Gewöhnung, die noch ein bisschen dran fehlt. Wir sind jetzt nur 10 Minuten Probe gefahren. Aber es ist auf jeden Fall ein cooles Konzept, eine coole Möglichkeit für die Stadt, für all diejenigen, die ein bisschen aufs Auto verzichten wollen, die Gepäck und Kinder mitnehmen wollen. Ja, probiert einfach mal aus. Wir verlinken gerne unten in der Videobeschreibung den Hersteller. Und ihr könnt gerne eure Meinung, euer Feedback in die Kommentare schreiben. Und wenn wir mehr Lastenräder ausprobieren, testen sollen, schreibt das gerne auch in die Kommentare. Dann schauen wir gerne weiter. Und ansonsten, wenn ihr es nicht gemacht habt, drückt unten rechts auf Abonnieren, verfolgt uns auf den anderen Social Media Kanälen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao!